Tagchen Leute, willkommen zu einem weiteren Special-Video von mir. Ich habe euch versprochen nachzuschauen, ob es in Final Fantasy VI möglich ist, mit Locke in Südfigaro eine Magitek-Rüstung zu besiegen. Im Normalfall würde die uns umbringen und wir müssen das gesamte Kapitel von vorne beginnen. Jedenfalls brauchen wir dafür erstmal einige Potions, optimalerweise ein paar Gauntlets, um doppelten Schaden zu erteilen, und natürlich die stärkste Waffe und die beste Rüstung, die wir zurzeit haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Hold! Der Trick ist eigentlich ganz einfach, angreifen und wenn man unter 100 KP ist, heilen. Das ist eigentlich der ganze Trick. Wir müssen die gleich haben. Und falls ihr euch fragt, was man bei der stehlen kann, nur in Tonic, also ein Trank, der 50 KP heilt. Oh, ja, wir haben den schon. Also, es ist tatsächlich möglich. Das heißt, jeder, der will, kann jetzt einen Cheatweg nehmen. Und dann, wenn er möchte, die zweite Magitek-Rüstung besiegen. Uh-oh. Hui, knapp. Das ganze Konzept erinnert mich so sehr an Final Fantasy III. Ganz am Anfang in der Altarhöhle, wo man gegen diese Landschildkröte kämpfen muss. Da läuft es ja genau ab. Man greift an und sobald man um die 10 KP hat, heilt man sich halt.
Und das Konzept geht halt so lang, bis man die Landschildkröte besiegt hat. Oh, mein letztes Potion. Und besiegt. Und auch noch Level Up. Perfekt. Und kriegen wir was dafür? Nein. Zwei Abweisungen und das ist alles. Aber hey, wir können was einkaufen. Naja, und ansonsten... Noch eine Abweisung. Und nichts weiteres, außer die Erkenntnis, dass wir die Story genauso weitermachen müssen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Juhu! Und sogar die Magitek-Rüstungen sind wieder da. Das heißt, was bringt es uns, die Magitek-Rüstung zu besiegen? Richtig, gar nichts. Juhu. Sogar die hier ist wieder da. Also das Einzige, was es uns bringen könnte, diese Rüstung zu besiegen, ist, dass wir eine kleine Abkürzung nehmen, um schneller an die Kommandantenrüstung zu kommen. Vorher müssen wir uns irgendeine Kaufmannsrüstung, ist es glaube ich, stehen und damit weiterkommen. Aber viel mehr, außer dass man 80 Erfahrungspunkte bekommt, bringt es auch nichts. Ouch! I gotta steal me some new clothes fast! Ja, und das passiert, wenn man besiegt wird. Man wacht am Anfangspunkt auf und alles ist wieder wie vorher. Juhu! Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Man sieht sich, euer Ben in 12.